pro Jahr. Ihr kennt ja meinen Vortrag, Milch gefährlicher als HIV, dazu stehe ich auch nicht heute. Milch ist das Schlimmste, was ihr euren Kindern und euch antun könnt, denn Milch ist dazu gemacht, ein Kalb von Null auf eine Tonne zu bringen, etwa Gewicht oder weniger, ja? Und nicht ein Menschenkind. Viel zu viel Casein drin, viel zu viel Stärkestoffe drin. Milch trägt bei zur allgemeinen menschlichen Verblödung. Ja, die Bevölkerungsreduktionsindustrie, die freut sich darüber. Meine Lieben, wir sind der größte Milchproduzent in der EU. In der Welt sind wir der fünftgrößte Menschenvergiftungsproduzent durch Milch. Eine Milchkuh unter Qualen muss jeden Tag. Ich weiß, wovon er redet. Ich habe 3 Monate in der LPVG Müscheln gearbeitet, Praktikum gemacht. 2008. Von August bis Oktober 2008, LPVG Müscheln. Das ist der Betrieb, wo sie in Deutschland das erste BSE-Rind gefunden haben. Und den Betrieb gab es damals noch. Die haben sich dazu entschieden, weiterzumachen. Und da gab es nicht nur Milchkühe, die hatten auch eine Ferkelerzeugung. Da war ich dann die erste Woche. Ich sollte eigentlich 2 Wochen dort sein, aber ich habe es nicht länger als 1 Woche ausgehalten. Dieser Gestank. Dieser krasse Gestank. Den Gestank könnt ihr euch nicht vorstellen. Ehrlich nicht. Das muss Mensch gerochen haben. Das muss Mann in dem Fall, muss das mal gerochen haben, um das zu verstehen. Ja, Ferkelerzeugung. Das heißt, es war ein großer Stall, es war ein neu gebauter Stall mit 150 Säuen drin, ne? Und kennt ihr ja aus dem ganzen Film, die Sau ist in einem Gitter eingepfercht, die kann sich nur nach rechts oder nach links drehen, die kann nicht vor und nicht zurück, damit sie die Ferkel nicht erdrückt, weil so eine Bucht, die hat vielleicht 4 Quadratmeter oder so maximal. Spaltenboden, in dem Fall war es alles Plaste. Also die Tiere standen dort auf dem Plastespaltenboden und unten drunter ist dann direkt, wird dann die Gülle aufgefangen. Na und mein Job war es da dann immer die Scheiße. Da gab es so einen Deckel, dann konntest du mit so einem Metallstab konntest du den da wegmachen und dann schön die Scheiße immer ins Loch rein und so, damit es dann halbwegs ordentlich aussieht, damit die Ferkel dann nicht in ihrer Kacke liegen und so. Ja, und einmal war es so, da war es sehr warm im August und die armen Säue, die hatten da über 30 Grad drin, ja. Über 30 Grad und da war eine, die ist da gestorben. Hitzschlag. Und es ist dann heftig, wenn du dann so eine 250 Kilo Sau, ja, wenn du die dann da mit dem Gabelstapel oder irgendwas aus dem Ding da rausholen musst. Also ich habe das nicht gemacht. Ja. Weil ich habe die Mitarbeiter dabei beobachten können, wie die dann auch irgendwelche Kühe, ja. Ich war auch dabei, wie sie eine Kuh eingeschläfert haben, wie der Tierarzt eine Kuh einschläfern musste. Die hatte sich die Kniescheibe gebrochen. Das war eine wunderschöne schwarz-weiße Holstein-Friesin. 4 Jahre jung. In der besten Verfassung. Wunderbare Laktation. Super Ergebnisse. Ne? Für so ein Milchvieh-Menschen ist das ja wichtig. Und die konnte nicht mehr aufstehen. Die konnte einfach nicht mehr aufstehen. Und dann hat die Spritze bekommen und dann musste ich weinen. Ich hab's unterdrücken können, das war echt schlimm. 3 Monate war ich dort, bei den Kühen. Die meiste Zeit bei den Kühen. Ich habe ja Agrarwissenschaften lange studiert, 9,5 Jahre habe ich es fertig gebracht, aber ich habe leider keinen Abschluss machen müssen können, Gott sei Dank. Weil im Laufe des Studiums, ich hatte ja vorher ein Jahr Physik studiert, ne, und dabei habe ich dann gehört, dass ich das ja auch studieren kann, Agrarwissenschaften. Ja, und dann habe ich das angefangen. War total begeistert, die ersten vier Semester. Schon BAföG bekommen und so. Schön fleißig gewesen. Das hat mich ja auch interessiert. Und dann irgendwann, im Laufe der Zeit, und vor allem dann auch nach den Praktika, ich habe dann als Lohn für die 3 Monate Arbeit in Müscheln, habe ich dann einen Spanferkel geschenkt bekommen. Das habe ich dann zu meinem 25. Geburtstag, gab es das dann damals
wo ich dann auch wohnte, im Hof, habe ich die ganze Familie eingeladen. Und mein Onkel, der war Fleischer, der hat es dann zubereitet. Und ich habe dann aber auch allen gesagt, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Weil auch in dieser ganzen Zeit kam ich dann auch irgendwann mal in die Qual, den Film Earthlings mir anzusehen. Ne? Ungelogen. Ich habe da die ganze Zeit hingeguckt, wenn ich es dann sehen konnte durch den Tränenschleier. Aber ich habe mich dazu gezwungen, die ganze Zeit dahin zu sehen. Und ich habe geflennt, wie ein Schlosshund. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, diese Qualen, die ich damit erleben konnte. Ja, und ich habe dann allen gesagt, ich möchte kein Fleisch mehr essen, ich möchte das nicht mehr. Ich habe auch versucht, meiner Familie den Film zu zeigen. Ich habe extra eine DVD gemacht. Ich habe eine ganze, also weil meine Eltern sind ja mit Internet nicht so unterwandert. Eine DVD gebrannt, habe ich vorher noch so ein Stück von Hagen Räther, so ein Schnipsel, wo er auch über die Grills spricht und Hagen wieder brückt, dieses riesengroße Schlachthaus und sowas alles. Da redet der darüber. Und das war vorher und danach kam der Film. Glaubst du, die haben da eine Viertelstunde hingucken können? Die haben mich davon gescheucht, davon gejagt. Und danach gab es Armbrot mit Wurst und so. Nun. Ich habe das dann durchgezogen. Allerdings habe ich immer die Ausnahme gemacht, wenn die Tiere von meinen Eltern kommen, vom Hof von meinen Eltern. Also eine Gans oder ein Kaninchen oder auch ein Huhn, seltener, oder die Eier, dass ich das dann esse, ja. Es ist immer noch so, dass die ganzen Leute in meinem Umfeld alle Fleischfresser sind. Es ist jetzt so seit ein paar Jahren, dass ich einfach nicht mehr in meine Sphären vordringen kann zu den Menschen, die mir gut täten. Ich komme mir vor, als wäre ich hier die Sklavin, als wäre ich das Personal. Ja? Ich habe mir vorher auch noch hier was angehört von Joe mit Bodenrecht und nächstes Jahr und so. Ja, das mit dem Personal. So komme ich mal langsam vor. Sie ist ja auch an einem Dienstag zur Welt gekommen, morgens um 10.07 Uhr. Das war dann 2008, ja, ja. 2009 habe ich mir gesagt, okay, du warst jetzt 3 Monate lang auf so einem konventionellen Milchviehbetrieb. Ja, jetzt möchtest du auch mal die andere Seite erleben. Und da bin ich dann ganz spontan ins Internet gegangen, habe mir eine Seite gesucht, hier Naturland und Bioland und irgend sowas. Und in Bioland war es. Die haben bestimmt ein Verzeichnis mit Höfen, Praktikum, bla bla. Und habe dann den Hof rausgesucht, wo keine E-Mail-Adresse war und keine Internetseite. Und habe da angerufen und bin dann da kurze Zeit später hochgefahren. Erstmal einen Tag. Uns kennengelernt, ne, und war klar, ja, wir brauchen gerade jemanden als Schwangerschaftsvertretung für die Ina, die da den Hof leitet, weil die war schwanger, ne. Das war dann auch der kleine Martin, der ist dann auch nebenan zur Welt gekommen, ich habe früh verschlafen. Ne, nebenan wurde ein Kind geboren und ich war selig am Träumen, erinnere mich ja nicht. Jedenfalls konnte ich da an der Ostsee, 5 Kilometer Luftlinie bis zum Meer. Durfte ich dann da auf einem Bio bauen, auf 3 Monate, so das Ganze alles mitmachen. Ne? Ich habe da eine neue Familie gefunden, zumindest bis letztes Jahr. Denn der Opa von dort, der kam auch aus Ostpreußen, wie mein Opa. Das hatte meine Omi nämlich am Telefon, gleich hat die das rausgehört, dass die da telefonierten und sie mochte die auch sehr. Und da gab es 4 Kinder, erst 3, dann war ein 4. dabei. Und da fühlte ich mich richtig wohl und aufgehoben. Aber es waren nur 3 Monate, denn ich hatte ja hier in Halle meine Wurzeln, meine Katzen. Die Katzen, die wohnen jetzt im Kuradies schon seit 2014. Da, wo ich dann immer hin entschwinde, wenn ich nicht hier in meiner Stadtresidenz verweile, ziehe ich mich dann ins Kuradies zurück, erde mich wieder, kann wieder lange ausschlafen.
bin wieder in der Neunerschwingung. Das Leid der Milchkühe. Der Biobauernhof, die hatten Kühe, die hatten 10, 11, 12, je nachdem, hatten Milchkühe auf der Weide. Und Weidehaltung, ist ja klar, und jeden Morgen und jeden Abend melken, zum Melken reinholen. Habe ich nie gemacht, das war nicht mein Job. Ich war da eher Mädchen für alles. Was du verkaufst, Mittagessen kochen, hier Kundschaft und nebenbei noch putzen, irgendwelches Gemüse, ne? Obst, Äpfel pflücken. Von den Tieren so groß hatte ich nicht viel Mut. Die Aufgaben hatten dann andere. Es war ein Familienbetrieb, ist es immer noch. Das Blöde daran ist, das durfte ich dann letztes Jahr erfahren, als ich da oben war. Ich war dann, nachdem ich 2009 dort weg bin, war ich jedes Jahr einmal oben. Und letztes Jahr durfte ich feststellen, dass es da auch nur um Geld geht. Ja, und ich bin ja der Ansicht, dass es nicht gut ist, wenn Mädchen und Frauen mit Geld hantieren. Und da war es so, dass da schon die kleinen Mädchen, dass die dann schon Blumen verkauften. Und es ist dann, ja, und heute hast du 20 Euro, 20, oh ja, 20 Euro, es ging nur um Geld. Das war ganz schlimm. Das Leid der Milchkühe. Bei den Kühen ist es ja auch so, hat ja der Christian schon erzählt, dass die Kuh, die Milchkuh, ja, die normalerweise ein Kalb versorgt. Und so ein kleines Kalb, ja, das braucht jetzt nicht so viel. Da gibt es ja auch vier Striche, sprich Zitzen bei den Kühen. Das geht wild aus, ich will aber die Kuh bei weiter sehen. Also vier Kälber könnten da rein theoretisch dran. Naja, ist ja aber wurscht. Na, und so ein Kuh, die gibt dann 10.000 Liter. Damals, als ich da war das schon viel. Heutzutage sind das noch viel mehr. Noch viel mehr. Ja, manche Kühe werden noch dreimal am Tag gemolken. Und da ist es dann also so ein Karussell, wie hier. Da stehen die Kühe drauf, unten sind die Melker. Und dann habe ich auch nicht gemerkt. Konnte ich immer nur von außen beobachten. Viel habe ich mich da in den 3 Monaten in die Kühe verliebt. Die sind so sanft. Ich bin dann immer in den Laufstellen rumgelaufen, ne? Und es ging ja auch darum, weil jeden Tag kam oder bis Samstag 15 Uhr, ne? Jeden Tag, auch Feiertags, Sonntags. Mal gucken, welche Kühe denn rinderten, ja? Welche denn aufeinander sprangen, beziehungsweise welche steht. Und wie die stehen, die schreibst du dann die Nummer auf und die werden dann dem Gesamthof vorgestellt am Nachmittag. Und wenn der dann hinten reingreift in den Arsch, ja, jedes Mal wird dann der Kuh hinten, die wird gefistet, ja, sodass der dann abtasten kann, ob dann die Eier schon so weit sind, ja, dass dann bald ein Eisprung stattfindet. Das schwillt ja an, das kann der alles abtasten. Und dann kommt dann unten in die Mumu, kommt dann da so ein langes Dings da rein und da steckt dann das Sperma drin vom Zuchtbullen, tiefgefroren, der hat den Namen so tiefgefroren, so alles dabei. Ja. Jedenfalls die Fersen, ja, die Kühe, die Rinder, die Mädchen, ne, die Mädchen, die Pubertierenden, die haben es mir am meisten angetan. Die Kälbchen, die sind niedlich, süß, aber die Fersen, ja, die sind so knuddelig. Da waren welche dabei, da hat mir dann der Ritter gesagt, jo, pass auf, ne, gucke dich immer mit ihrem Ohr nach hinten gucken, weil dann steht da so eine Kuh auf dir drauf, ne, die würde ich dann bespringen. Ja. Das war mal schön. Die Mädchen, ganz viele Mädchen unter sich. Und bei den Kühen ist es so, die Rinder, die Bullen, ja, die Bullenkälber, wie ich es schon erzählt habe, die gehen dann in den Mast. Das ist dann das Kalbfleisch. Das ist dann die Kalbsleberwurst, wo dann ein klitzekleiner Teil Kalbsleber drin ist. Oder auch ja nicht, ist ja wurscht. Na, Rind. Und die Kühe, die Milchkühe, die, wie gesagt, hat auch erzählt, 4, 5 Jahre. Ne? Und die wird ja mit 14, frühestens 14 Monaten, echt frühestens 14 Monate bis 16, maximal 19 Monate sollte sie sein, dann wird die das erste Mal besamt. Und dann rechtest du noch 9 Monate drauf, so lange dauert es ja, bis so ein Kalb geboren wird. 9 Monate ist wie beim Menschen. Beim Schwein sind es 3 Monate, 3 Wochen und 3 Tage.
Und tja, das heißt, da gibt es dann wirklich nur noch einen Zuchtbullen. Als ich da war, da war der noch da, der Tassilo, ist ein Riesenvieh gewesen, so ein Brauner. Den haben sie dann auch zum Schlachter bringen müssen in den 3 Monaten, weil der irgendwie zu unberechenbar war. Also machen sie es wirklich so. Okay, die hatten da noch einen jüngeren Bullen mit rumlaufen bei der Herde, auf der Wiese, auf der Weide. Da waren dann die Rinder, kamen im Stall zur Welt, wurden aufgezogen bis zur ersten Besamung. Und wenn sie dann tragend waren, die Mädchen, ja, die Fersen, wenn sie dann tragend waren, dann durften sie auf die Weide. Und da sprang dann ihr Bulle mit rum, falls dann mal sowas abging, ja, so ein Kalb abging, dass der dann gleich wieder neu, dass da keine Kuh umsonst auf der Weide war. Also dass die dann alle wirklich irgendwann abkalben und dann in die Laktation können, weil darum geht es ja. Im Prinzip ist ja das Kind, ja, was dabei entsteht, ist ja Müll. Darum geht es ja nicht. Im besten Fall wird es zur Weiterzucht verwendet, ja, oder der Bulle Abfall. Es geht hier nur um die Milch. Die Milch. Dieses morgens und abends und kontinuierliche, viel zu lange, stetige Absaugen von Milch. Und das ist ja nur das, was unten rauskommt. Da kommt ja noch ganz viel rein, ja? Dass so eine Kuh dann überhaupt diese Menge produzieren kann, gehen erstmal tausende von Litern Wasser drauf. Ja? Es gibt ja Rechnungen, wo die Einheit Wasser ist, die benötigt wird, um so und so viel an diesem Nahrungsmittel oder Futtermittel zu erzeugen. Und bei der Bilanz unterm Strich ist das Rindfleisch somit eins der wasserteuersten Produkte, das am Ende dann dabei entsteht. Und die Milch ist auch nicht ohne. Und dann gibt es dann das Futter. So eine Kuh, normalerweise frisst die Gras, ja? Die frisst Gras, ein bisschen Klee, vielleicht ab und zu, so wie es auf einer Wiese ist, Kräuter, das frisst sie da alles. Aber die bekommt dann in so einem Betrieb, ja, da kann die zwar frei rumlaufen, aber die bekommt dann da, wenn sie in der Regenerationsphase, da so im Krankenstall ist, ne, wo dann die mit Wehwehchen hinkommen, die irgendwelche Hufprobleme haben, ist das sowieso alles nur Ernährungsfehler. Ne? Die bekommen dann da ein bisschen Heu. Und die anderen? Mais? Kein Mais. Mais. Irgendwas gequetschter Mais. Nun ja. Ich war vom Fach. Ich war dabei. Ich habe mir das mal angeguckt. Und dass das ausgerechnet der erste Betrieb mit dem ersten BSE-Rind war, ja, war ein Zufall. Die hatten sich ja dann entschieden, weiterzumachen, nachdem das dann war. 2001 war das, glaube ich, oder? Nicht mehr. Auf jeden Fall haben die ganz viel geschenkt bekommen von sämtlichen, ganz vielen Betrieben in der Umgebung und noch weiter weg. Die haben alle Rinder geschenkt, ja, Tiere, lebende Tiere. Und so. Und daher gab es da auch ganz viele verschiedene. Da hatte ich dann noch Kühe gesehen, da waren welche dabei, die waren schon 11, 12, 13 Jahre. Richtig krasse, richtig, richtig starke, starke Tiere. Wo denn, wenn du denn davor stehst, als Oberbefehlshaber, möchte ich es mal sagen, ja, wenn wir die jetzt nicht nochmal tragend kriegen, dann muss sie zum Schlachter. Das war es nämlich. Das ist das Schlimmste bei der ganzen Geschichte. Es geht nur darum, die Tiere tragend zu bekommen. Dass die bloß ein Kalb in sich haben und dann Milch geben können. Oft ist es ja so, dass wenn die dann tot gebären, dass die ja trotzdem in die Laktation kommen. Eine Geschichte aus dem Betrieb möchte ich noch erzählen, das war total krass. Ich habe vorhin schon erzählt mit der Kuh, die eingeschläfert wurde. Und dann war es noch so eine Situation. Da gab es eine Kuh, die war sehr groß und schwarz. Es war eine große Schwarze. Die hatte eine Woche zuvor gekalbt. Oder länger her. Auf jeden Fall haben die einen Zyklus von 21 Tagen, die Kühe. Und die
Die fing dann an, Theater zu machen. Die eine, die hat sich immer so gekrümmt, den Rücken nach oben gebogen und ganz, ganz jammervolle Geräusche von sich gegeben. Ja. Und da stellte sich dann heraus, dass die zwar ein Kalb geboren hatte, aber dass da noch eins drin war. Ja, das war so schlimm. Da war dann da diese Kuh mit diesem schon seit einer Woche oder noch länger toten Kalb in sich. Und es ist ja so, dass das ja dann auch anfängt zu vergären und zu vergammeln. Und das schwillt ja dann auch an. Wir hatten echt alle Mühe und Not, das Tier da rauszubekommen. Ja, wir mussten das ja dann, der Tier hat das dann irgendwie festgebunden und dann hat er da dran gezogen. Und wir haben da irgendwie alle dran gezogen. Und dann ging es noch darum, oh bitte, bitte zerreiß nicht. Die hatten das wohl schon erlebt, dass dann so ein Tier zerrissen ist, so ein Kadaver während des Rausholens. Aber es ist am Ende alles gut gegangen. Die Kuh hat sich erholen können und es war ein unglaublicher Verwesungsgestank. Richtig heftig. Oft ist es ja auch so, dass wenn die Kühe gekalbt haben und da steckt noch was drin oder so, nach ein paar Tagen fängt es ja dann an, so komisch zu riechen. Ja? Also deshalb ist es total wichtig. Der Tier ist, der hat dann nicht mal gefühlt, ob da vielleicht noch ein Kalb drin war. Und ganz schlimm war dann auch der, wie ich beobachten konnte, die Mitarbeiter, ja, wie die dann mit den Tieren auch umgegangen sind. Das ist doch das Kapital gewesen, so in dem Sinne. Also sollten doch die Mitarbeiter darauf bedacht sein, dass sie den Tieren so viel Gutes wie möglich tun. Aber das war da gar nicht der Fall. Das sind Handlangerjobs, das sind irgendwelche Deppenjobs vom Dorf, wisst ihr? Der es gerade noch so schafft, eine Heujabel zu benutzen oder so, einen Gabelstapler zu fahren. Ganz schlimme Zustände. Ganz krass. Ja. In dem Studium war es so lustig. Auch nicht. Ich kam mir da immer vor wie eine Außenseiterin. Da gab es so zwei, drei andere, die ähnlich waren. Ich komme zwar vom Hof, mehr oder weniger. Meine Kindheit habe ich auf dem Bauernhof verbracht, aber das. Ich kann mich noch erinnern, wie da meine kleine Kuh drin stand, ja, in dem Kuhstall. Aber an die Pferde erinnere ich mich nicht mehr im Pferdestall. An die Schweine im Schweinestall erinnere ich mich noch. Vor denen hatte ich immer Angst, da bin ich immer weggerannt als kleines Kind. Da haben sie immer lustig drüber gemacht, dass ich Angst vor den Schweinen hatte. Ich habe die Schweine auch nie interessiert da in ihren Buchten. Ich glaube, die waren immer böse und haben mich instinktiv weggehalten von sich. Ich bin immer auf den Dachboden, auf den Heuboden geklettert und habe die ganzen Katzen immer gefunden, die ganzen Katzenbabys. Ja, ich erzähle schon wieder so schön. Leid der Milchkühe. Ich habe mich ein bisschen wund geredet. Ich werde jetzt mal weitermachen. Im Schnitt 20 Liter nicht ergeben. 20 Liter, mein Lieben! Ein Kälbchen braucht vielleicht 8 Liter am Tag, um heranwachsen zu können. Ja? Und so hat man die Kuh schon zur Überproduktion forciert. Kommen wir noch im Detail dazu. Und ihr gibt die 20 Liter pro Tag. Mal ein bisschen Statistik. 2600 Liter Milch im Jahr, 1951 pro Kuh. Pro Kuh. 30 Jahre später waren es schon an die 5000 Liter. Und dann nochmal 20 Jahre später, etwa, fast 6000 Liter. Wir haben heute eine durchschnittliche Milchleistung pro Kuh von über 8000 Liter. Da gibt es dann auch Spitzenkühe, man muss das mal vorstellen. Die kommen auf an die 20.000 Liter pro Jahr, meine Lieben. Was macht das den Eutern der Kühe? Durch diese gezielte Züchtung vergrößert man die Euter auf das Zehnfache. Stellt euch mal vor, Kühe würden jetzt Intelligenz bekommen, da wäre eine Menschenfrau und die sagen, die hat schöne große Brüste, die nehmen wir jetzt als Versorgung für uns Kühe. Ich bin stolz auf meine Spitztittchen. Wenn mir mal eine redet, ich brauche Titten. Ich habe aber welche, aber nicht in dem Maße. Dadurch, dass ich damals noch so vor ein paar Jahren, guckt euch auf dem Kanal an, wie ich damals aussah, hat ja 15, 20 Kilo mehr. Ne? Und in dem Verhältnis kleine Titten, das sieht ja nach nichts aus. Aber ich hatte einfach nur zu viel Ballast. Viel zu viel Ballast.
Das ist doch total hinderlich, wenn du so eine Riesenolter da hängen hast als Frau, oder? Du kannst gar nicht auf dem Bauch liegen. Und du hast ja ständig Angst, irgendwas einzuquetschen. Und dann, ach, egal. Meine Mutter, ja? Meine Mutter hat übelste Euter. Riesige Euter. Die hat auch einen übelsten Bauch. Übelste graue Haare. Ganz wenige graue Haare, so ähnlich wie bei mir. Nur noch viel, 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 viel schlimmer. Die freut sich immer so. Jetzt kriegst du die Scheiße auch. Na? Auch mit Bart und so. Hm. Ihre Worte damals. Alter, hast aber auch mal alles Schlechte von mir geerbt. Meine Mutter, ja. Die ich ehren muss bis in alle Ewigkeit, was mir aber nicht schwerfällt. Letztens durfte ich sie wieder anbrüllen vor 2 Tagen. Dann habe ich aber auch noch bei Radio Brockens Horoskop gehört und da stand bei ihr, Jungfrau, ne, sie soll alles nicht so hart nehmen, gelassener nehmen und bei mir am Skorpion, ich soll mich doch bitte um Kommunikation bemühen, um verstanden werden bemühen. Und das habe ich dann doch auch getan. Ja. Wichtig ist es, meiner Meinung nach, die ganzen Müttis, die sie Euter haben, erstmal darüber in Kenntnis zu setzen, warum die da sind. Ich bin gerade auf der Suche nach der Antwort. Ja, hört doch mal auf, euch so ablutschen zu lassen. Das brauchen wir doch nicht. Und dann Doppel-T und E und F und G. Je größer die Titten, ja, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Typen bekommst, der einfach nur einen Mutterkomplex braucht. Rede ich mir jetzt einfach so ein, so logisch. So in meiner Welt ist das alles so einfach. Und wenn der Christian mich ja unterstützt, Christian ist mein Bruder, wissen wir ja alles. Christian Anders, Truth Channel, ja. Die Truth, da steckt nämlich die Ruth drin. In der Truth steckt meine Omi drin und meine andere Omi auch. Die heißen nämlich beide Ruth. Ja, die eine ist schon auf der anderen Seite. Die andere, die Mami von meinem Papi, die treibt schon immer im Internet rum, aber ist mit mir nicht vernetzt. Ja. Ich bin so heiß auf meine Familie, die endlich kennenzulernen. Die kennen mich ja alle auch nicht. Die kennen sich ja alle selbst noch gar nicht. Das wird spannend. Die werden wir erst anzapfen an den Brüsten. Das würde bedeuten, dass diese Frau irgendwann die Brüste würden sich doch das Zehnfache anschwellen. Manche Männer mag das erstrebenswert sein, aber stellt euch das mal bitte vor, was das bedeutet. Das ist schlimm, ich habe solche Kühe gesehen, wie hier auf dem Bild. Ja? Das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Das sind so sanfte Wesen. Und denen werden ja da auch noch die Hörner abgesägt. Ich musste mit ansehen, wie sie die Hörner abgesägt haben. Da konntest du genau sehen, wie der Blut lang lief. Die ganzen Gefäße, dieses ganz feine Geflecht. Wie das alles lebt. Das sind ja Antennen für die Kuh. Die nimmt da ja Energien auf und verwandelt die dann um. Das sind total überzüchtete Tiere. Und die Milchleistung ist überzüchtet und natürlich und krankheitsanfällig. Und die üblichen. Ja, und die Milch wird dann homogenisiert und ultra hoch erhitzt und sonst was. Also völlig entlebt. Völlig unbrauchbar. Alle wichtigen Sachen, alle Struktur, alles geht kaputt. Krankheiten, Mastitis, also wenn der Euter sehr entzündet ist, dann das muss so furchtbar wehtun. Finden wir auch Eiter und Bakterien in der Milch. Warum werden die meisten Kühe vorzeitig geschlachtet? Wer weiß es? Wegen Mastitis, meine Liebe. Und die Perversion geht ja immer weiter. Wenn die Kuh 1 Jahr alt ist, wird sie künstlich befruchtet. Meine Lieben, stellt euch mal eine Frau vor, eine Menschenfrau, die von denkenden Kühen jedes Mal, sobald sie, ja, jetzt kann man mal das Wort benutzen, geworfen hat, sofort künstlich befruchtet wird und weiter werfen muss. Liebe Frauen, stellt euch das mal vor. Würde euch das gefallen? Nachdem das erste Lebensjahr vollendet ist bei einer Kuh, wird die Kuh künstlich befruchtet.
Ja? 9 Monate Schwangerschaft, erstes Keil. So, dann gibt sie nach der Geburt 10 Monate lang Milch. Dann beginnt der Östrus neu, der Kuh wieder, kann wieder schwanger werden und sie wird erneut künstlich befruchtet. Dann hat die Kuh im Alter von 3 Jahren das zweite Kalb zur Welt gebracht. Gibt wieder 10 Monate lang Milch. Ja, nicht dem Kalb, was denkt ihr denn? Und dadurch sind viele Milchkühe völlig ausgezehrt. Weil das ist natürlich eine übernatürliche Milchleistung. Und das macht die Kuh krank und das macht die Milch krank. Eine Kuh ist mit 5 Jahren ausgewachsen. Und dann ist sie auch schon lustlos. Wie leben diese Kühe, meine Lieben? In Enge, in Dunkelheit, in Dauerschwangerschaft und Schmerzen. Und wenn sie 4 bis 5 Jahre alt sind, enden sie im Schlachthaus. Ja. Liebe Frauen, würde euch das gefallen, dass man eure Brüste ständig an eine Melkmaschine anschließt, bis sie 10-mal so groß sind? Und dann, wenn ihr keine Milch mehr gebt, schlachtet man euch? Man entreißt euch das Kind gleich bei der Geburt, weil man ja die Milch selber braucht. Sozusagen denkende Kühe, nehmen wir das jetzt mal an, ja? Umgekehrt diesen Zustand, würden euch das Baby entreißen und von euren Brüsten die Milch saugen, weil sie selber brauchen. Und eure Brüste werden 10-mal so groß und dann werdet ihr mit 10-mal so großen Brüsten geschlachtet. Eine Spezialität. Wenn wir das mit menschlichem Alter vergleichen, dann würdet ihr lieben Frauen noch gar keine Frau sein. Ihr werdet Mädchen. Ihr würdet mit 15 Jahren sterben. Eine Kuh? Na, heutzutage ist es doch so, da sterben die Mädchen noch viel früher, wenn sie gegen die Wand krachen. Die Wand des Patriarchats. Ja, nachzuhören. Bei der Mutter-Tochter-Revolution. Da ist es dann schon im Alter von 9, 10, 11 Jahren. Die ganzen Mädchen, inklusive meiner selbst, haben das alle durch. Das ist dann die Trennung von der Mutter. Nee. So einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht. Lasst uns die Beobachterperspektive einnehmen. Ich sprach doch schon von der Trialität. Könnt ihr euch vorstellen, dass es, wenn zwei sich streiten, einen Dritten gibt, der sich freut, der die zwei dazu brachte, dass sie sich streiten? Anders ist es nicht bei Mann und Frau. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Jetzt geht's weiter mit dem Liter Milchkühe. Nimm, bringt heute ein Kalb zur Welt nach 2 Aufzuchtjahren. Und im Durchschnitt gibt gerade mal an die 2 Jahre lang Milch. Man nennt es auch Wegwerfkuh. So, nun schauen wir uns mal an, was hat denn das zu tun mit Milch und mit Kalbfleisch? Oh, das schöne Kalbfleisch. Wir sind alle Mörder, meine Lieben. Wir sind alle Mörder. Und wir werden alle den Preis zahlen, das kann ich euch sagen. Ich möchte mich da ausnehmen. Aber er spricht ja von wir. Er kann ja auch nur für seine männlichen Kollegen sprechen. Ich möchte das jetzt irgendwie mal sicher und klarstellen. Ja? Die Worte, die noch in meinem Kopf schwirren, die kommen zum richtigen Zeitpunkt schon noch raus. Das ist dann immer so, wenn ich kurz innehalte, dann wollte ich eigentlich noch was sagen, aber das sage ich dann doch besser nicht, dann mit einem anderen zusammen. Es ist immer so ein Gleichgewicht, die Waage, die möchte gehalten sein. Ja, richtig, wollte ich gerade noch sagen, bevor ich ihn wieder unterbrach vor einer halben Minute. Heute nahm ich zu mir Wasser mit Zitronensaft, vorhin ein wenig Tabak, jetzt schon seit geraumer Zeit Kirschblätter mit ganz wenig Grün drin. Und dann trank ich einen Schluck Eigenurin, um zu gucken, wie es schmeckt, merkte dann gleich, dass der Magen nicht mehr möchte. Und ja, habe gerade eben einen ganz kleinen Teil Nuss gegessen. Ansonsten gegessen hat sie auch nur das Fruchtfleisch von der Zitrone, also nichts.
Ja, es ist 12:59 Uhr, 23.12.2016, 20.16 Uhr. Ja, seit letztes Jahr ist es immer noch Primetime. Und seit letztes Jahr läuft der Blockbuster. Jawohl. Der Blockbuster. Ob wir das Gesetz von Karma und Reinkarnation kennen oder nicht, darum kümmert sich das Gesetz nicht. Das nur nebenbei. Liebe Frauen, wie würde es euch gefallen, wenn eine denkende Kuh euer Baby euch nach zwei Tagen nach der Geburt wegnehmen würde? Ja, da läutet die Glocke. Das geht ja noch viel schneller. Das ist es ja. Das dauert ja nicht mal 2 Tage. Das wird sofort in die Schubkarre gepackt und weggekarrt. Und dann kommt es in die Kälberbucht. Und dann irgendwelches Kolostrum bekommt die, aber es muss nicht das von der Mutter sein, ja? Steht ohne Oma fest. Und dann, nachdem die das Kolostrum nicht mehr bekommen, ja, dann bekommen die Milchpulver in Wasser aufgelöst. Beziehungsweise, das Kolostrummilch, die Kolostrummilch, das Kolostrum und vielleicht noch irgendwelche Milch von Kühen, die aufgrund der hohen Keimzahl, ja, wie es ja bei Mastitis der Fall ist, es geht ja um die Keimzahl, die dann, wo die Milch nicht mit in den Gesamttank fließt, sondern wo die Milch separat abgefüllt wird. Die Milch haben die dann teilweise auch noch bekommen, die Kälber. Ansonsten gab es ja wirklich nur diese 20, 25 Kilo Säcke, also Schlitz rein, Schaufel, Pulver und mit Wasser zusammen. Habe ich nicht gemacht, das hat die Kälberbeauftragte, also ich durfte mir das nochmal angucken. Ja. Und dann haben die einen Eimer, die Kühe, ja? Einen Eimer, einen Plastereimer mit so einem Strichersatz. Mit so einer Silikonzitze dran oder so. Na? Das heißt, wenn es Pech hat, das Kalb hat es niemals die eigene Muttermilch bekommen, beziehungsweise irgendwann mal an so einem Euter genuckelt. Ist traurig. Ich finde es auch gut, dass ich jetzt meine Erfahrungen, das schon mal aus meinem rechten Erfahrungsschatz euch was mitteilen kann. Und ich kann dann dem Christian Anders hier nochmal, ich kann ihn hier durch unterstützen. Und er mich. Ja, wir unterstützen uns gegenseitig, wir arbeiten zusammen. Wenn wir hier schon im Personaldienststaat Deutschland sind, dann können wir auch zusammen arbeiten. Ja, im Hinterkopf immer doch den Kurt Zepperwein haben, der schon seit 20 Jahren nicht mehr arbeitet, aber ist ja wurscht. Ja. Hintergrund. Die Kirchenglocke, die passt dazu. Wie würde euch das gefallen, damit das Baby den Kühen die Milch nicht wegtrinkt? Wenn wir jetzt mal den Zustand umkehren. Naja, aber kommen wir wieder mal zurück, wie es ist. Nach ein oder zwei Tagen nach der Geburt werden die Kälbchen den Müttern weggenommen, damit sie uns nicht die Milch wegtrinken. Die Kälbchen haben Angst. Sie sehnen sich nach ihrer Mama. Sie schreien tagelang nacheinander. Kuh und Kälbchen! Wenn das Kälbchen Na, und da gibt es ja dann dieses schöne Bild in meinem Kopf, was ich auch sah. Du hast da so ein Iglo, nennt sich das. Ein Iglo, das ist so eine Plastebox mit ein bisschen Stroh drin. Da hast du noch direkt passend dazu einen Zaun drumherum, so einen kleinen, so einen halbhohen, wo du dann noch einen Eimer reinhängen kannst mit so einer Sitze dran. Ja. Das sind dann die freistehenden Kälber. Und da ist wirklich jedes einzelne Kalb nebeneinander, in Reihe stehen die da, jedes einzelne Kalb für sich. Das heißt, es kann keinen Körperkontakt zu anderen Kälbern haben. Alle isoliert. Von vornherein diese Isolationshaft bei den Kälbern. An das große Gebrüll, das erinnere ich mich nicht. Aber das heißt nicht, dass es nicht da war. Na? Mit uns ist es nicht anders. Christian, das weißt du auch. Das, was wir hier von den Tieren zu sehen bekommen, das spielt sich auf einer anderen Ebene mit uns ab. Ja? Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass es hier nur um die Weiber geht. In der Milchindustrie geht es wirklich nur um die Kühe, um das Weibliche, um die Milch. Das, was sie abzapfen können von der Mutter. Dann gibt es ja noch die Hühner, ja?
Da geht es ja auch darum, die Hühner und die Legebatterien jetzt in den Käfigen auf der Bodenhaltung. Es sind nur die Mädchen, es sind nur die Weibchen. Es ist ja mit den Hühnern, wie die geschreddert werden, die ganzen männlichen. Das ist genauso wie hier. Das sind die nur auf weiblich gezucht, nur die Weibchen haben die Vorteile hier. Und die Männer, die fallen hinten ab. So ist es bei den Hühnern mit den Eiern, ja? Und dann gibt es noch die Schweine. Bei den Schweinen, da ist es wurscht, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist. Auch da ist es so, wie ich vorhin erzählt habe, dass die Säue produzieren. Die kommen da vielleicht einmal im Jahr raus aus ihrer, ne? Oh, wenn wir die umgetrieben haben, die Schweine, wie glücklich die waren, dass die mal rennen konnten ein bisschen. Also die Schweine, ja, die werden dann mit 10 Kilo in der Abferkelung, bei der Ferkelproduktion, bekommst du dafür so ein 10 Kilo Schwein. Oh, wie viel war es denn? Das war nicht viel. Da gab es ja mal eine Bauernzeitung mit den Preislisten, wie viel denn jetzt 10 Kilo Ferkel zurzeit auf den Markt bringt und so. War nicht viel. Und die werden dann da abgeholt, ne? Schön aussortiert, immer so schön am Bein hochgenommen. 10 Kilo schaffst du ja mit dem Arm. Ja, musst du da so die 10 Schweinchen alle aus der Bucht und dann so wieder nehmen und dann kommen die da in so einen Eimer und so einen Wagen und dann werden die rumgefahren. Da steht dann draußen der große LKW und dann kommen die dann alle rein. Und dann gehen die erst zur Mast. Und das war ja nicht dort, das war ja dann woanders. In so einer Mast, da werden die dann bis 100 Kilo, 120 Kilo, werden die dann hochgefüttert. Auch nur, das sind dann die Bilder, die ihr kennt aus diesen, wo dann die Gruppenhaltung, die Schweinegruppenhaltung ist, wo die sich dann die Schweine abbeißen und die Ohren abbeißen und so 5, 6, 10 Schweine in so einer kleinen Bucht. Das sind dann die Mastschweine. Die waren vorher in der Ferkelerzeugung und kommen dann von dort herein mit Viehtransport. So, wir haben die Kühe, die Milch, dann haben wir die Schweine, das Schweinefleisch. Ich bin im chinesischen Schwein. Ich leide darunter, dass mich meine Familie regelmäßig zum Frühstück, Mittag und Abendbrot vertilgt. Naja, und dann gibt es noch. Was gibt es denn da noch? Milch. Schwein, dann die Hühner, beim Bräuler, das sind dann die Hähnchen, das sind dann die Masthähnchen, da werden dann die Hähnchen werden dann gemästet, 35 Tage oder so, dass die Knochen noch ganz weich sind und alles mögliche, ja, Goldbräuler, da sind dann die Männchen. Christian, hilf mir. Schlachtet wird, ist dein letzter Todesschrei noch, Mama. 9 Minuten 57. Todesschrei. 9 Minuten 57. Mutter, du bist im September 1957, am 1. September 1957 geboren. Ja, jedes Mal, wenn ich eine 9,57 auf einer Zeitskala lese. Ja, ja. Nochmal. Wenn das Kälbchen geschlachtet wird, ist dein letzter Todesschrei noch. Todesschrei. 9,57. Todesschrei. An der Stelle Todesschrei. Mutter, das sieht jetzt nur an dich. Todesschrei. Was war denn da damals? Erzähl es mir doch bitte. Meine Mutter weigert sich, ins Internet zu gehen, um sich die Stimme ihres Kindes anzuhören. Und sie richtet mir aus von meinem Vater, ich soll mich bei ihm entschuldigen. Da habe ich dann drüber nachgedacht und mit Camilla beschlossen, dass das Einzige, was ich tun kann und werde und möchte, ist ihn fragen, Papi, verzeihst du mir? Mehr kann ich nicht machen. Ich kann ihn weder um Entschuldigung bitten, noch kann ich mich entschuldigen. Ich kann ihn einfach nur fragen, Papi, verzeihst du mir? Ja? Papi, verzeihst du mir? Du weißt doch, dass ich dich gerne habe. Wir sind ja hinter was ganz Großem hinterher. Deine Tochter funkt dir aus dem Jenseits zu.
Todesstrafe. Schämt ihr euch nicht? Schämt ihr euch nicht? Das sage ich Silvia. Das freue ich Silvia auch. Meine Ersatzmutti, die auch Silvia heißt, wie meine richtige Mutti, die hier um die Ecke. Die macht es schon länger, als ich auf Erden bin. Hm? Schämst du dich nicht, habe ich sie gefragt. Silvia, schämst du dich nicht? Weil sie immer diese... Ach, ich fragte sie das einfach. Schämst du dich nicht? Aber ich dringe da nicht vor. Wieso dringe ich da nicht vor? Das ist diese auf männlich gepolt, dieses auf Mutti gepolt sein. Auch mit großen Titte, großem Bauch. Das ist so die Mutti-Figur. Schämst du dich nicht? Man schlachtet die weiblichen Kälbchen entweder sofort. Und bei 10.07 Uhr, meine Geburtszeit, ne, kommt Kälbchen. Kälbchen. 10 Minuten, 7 Sekunden, ja. Bin um 10.07 Uhr geboren. Kälbchen. In dem, bei der 7, Kälbchen. Todesschrei und Kälbchen. Oder man zieht sie auch für die Milchproduktion. Na, meine Mami ist auch so eine Milchkuh. Ich möchte sie unbedingt in Schutz nehmen, weil die kann ja genauso wenig dafür, wenn sich zwei streiten. Ja, das ist immer der Dritte, der Unbekannte. Aber nicht mehr lange. Wer kennt das nämlich? Ganz, ganz nämlich. Erkennen wir das. Wo sie dann irgendwann Euter haben, die zehnmal so groß sind wie die sie eigentlich haben sollte. Was ist mit den männlichen Kälbchen? Man mästet sie. Wie mästet man am effektivsten, meine Lieben? Seht euch mal eine männliche Couchpotato an. Also ein Mann, der auf dem Sofa sitzt, Fernseher schaut, Glotze guckt und Chips frisst. Der bewegt sich kaum und wird immer fetter. So mästet man die männlichen Kälbchen, nur dass sie das nicht freiwillig tun. Man sperrt sie also in enge Kälberboxen. Können sich kaum bewegen. Heute ist vorgeschrieben 1,5 Quadratmeter pro Kalb. Och, wie human. Oder wie kulig. Wie tierfreundlich, wirklich. Durch diese enge Gruppenhaltung wird der Profit maximiert. Klar. Was kriegen jetzt die Kälber? Kriegen doch keine Milch, keine Kuhmilch, keine Muttermilch. Sie bekommen einen Milchaustausch. Eine fette, weiße Brühe. Ja. Und man füttert diese armen Tiere mit Tiermehl aus toten und zermahlenen Fischen, meine Lieben. Dadurch vergiftet man auch noch das Kalbfleisch. Ja? Kühe sind Pflanzenfresser von Natur. Ja. Und man füttert nicht nur den Kühen. Wunderschön, wenn sie dann da sitzt, wenn sie dann da so liegt, mit dem Kopf nach oben, so ganz stolz. Ja? Vielleicht noch ein bisschen Kaut. So. Und diese Antennen. Ich liebe sie. Ich liebe meine Kühe. Und dann auch, also nicht nur den Kälbchen, sondern auch den Kühen, Tiermehl. Kühe fressen keine Fische. Sie stehen da über ihrem eigenen Kot. Es stinkt entsetzlich auf dem Spaltenboden. Ja. Die Füße. So schlimm ist es nicht. Schwein ist viel schlimmer. Verformen sich. Durchfall, Lungenentzündung und Lahmheit sind ja die Folge einer solchen Bar. In den ersten Lebenswochen sterben etwa 10% der Kälber. Aber was ist mit den anderen? Naja, nach etwa einem halben Jahr werden sie geschlachtet. Also wir haben da eine enge Beziehung zwischen Milchproduktion und Fleischindustrie. Ja? Ein Tier, welches geschlachtet wird, wird nur ein Sechstel so alt, wie es alt werden sollte. Und fast alle Tiere werden getötet, bevor sie überhaupt ausgewachsen sind. Tierbabys werden geschlachtet. Im Alter von 3 bis 6 Monaten. Meine lieben Frauen, wie würde es euch gefallen, wenn denkende Kühe euch das Baby wegnehmen und sagen, das ist aber ein schönes, weiches, frisches Baby. Das könnte uns gefallen. Das werden wir jetzt schlachten. Und die Frau, ja, die werden wir
Da werden wir die Milch an den Brüsten entziehen, bis die Brüste 10-mal so groß sind. Liebe Frauen, würde euch das denn gefallen, wenn ihr das nächste Mal euer Kalbfleisch genießt? Denkt einmal daran. Vielleicht liegt euer Baby irgendwann mal auf dem Teller, wenn die Tiere Intelligenz bekommen. Ehre sei dem Buch des Lichts, meine Lieben. Meine Lieben, man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Das einzige Lebewesen der Erde, das die Milch und andere Spezies trinkt, ist der Mensch. Ja? Nur der Mensch ist so krank, es ist sein Denken, sein pervertiertes, auf Geschmacksgenuss gerichtetes Denken. Eigentlich brauchen wir als Getränk nur Wasser aus Ende. Alles andere ist bereits pervertiert und denaturiert und da kann es auch so gut schmecken. Nun gut. Naja, Verbrennung ist ja, jegliche Form von Verbrennung wurde ja von irgendwem mal als satanisch deklariert. Das ist in meinem Kopf hängen geblieben. Weil dann denkst du ja auch an irgendwelche Nahrungsmittel, die im Körper verbrennen. Und wenn du dann noch von der Lichtnahrung gehört hast, na, Grüße an Sven Wiesner. Ich bin der Meinung, dass Frauen wirklich nicht kacken. Sven Wiesner, den kennt er von meinem Kanal. Der hat mich doch tatsächlich mal vom Klo zerren wollen, als ich gerade kackte, nur um sich davon zu überzeugen, dass ich wirklich kacke. Weil er sich das absolut nicht vorstellen kann, dass Frauen kacken. So ein paar Jahre später betrachtet, ja, so 10 Jahre später, Sven. 10 Jahre später. 11 Jahre später. Ja. Na, was ist denn heutzutage für mich überhaupt noch konsumabel? Hallische Rohrperle ist das beste Getränk der Welt? Definitiv. Dann gehe ich raus in die Natur, sammle mein Obst, nasche jetzt immer mal wieder irgendwie noch Hagebutten, ja, lecker, lecker, lecker. Hagebutten, ich Maronenbaum habe ich gefunden, ganz viele Haselnüsse habe ich aufgesammelt, Walnüsse sowieso, ja, gibt es ja bei uns einen Baum im Garten bei mir. Dann ist der ganze Garten voll grün, Topinambur haben wir im Garten, ein paar Kartoffeln schon seit Jahren, jetzt wie Knoblauch, ohne Ende Knoblauch, Mangold habe ich vor ein paar Jahren mal dahin gepackt, der findet sich auch überall wieder. Boretsch, ganz, ganz viel Boretsch. Boretsch wächst immer da, wo du die Erde schwarz machst, da kommt der gerne wieder raus. Und der wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und Ringelblumen, ganz viel im Vorgarten. Na, Möhren, weißt du immer, das ist so einfach in dem Garten, ja. Komfort ist alles. Wurzelpetersilie. Siehst du aus? Denkst du so, naja, zum Ernten, Wurzeln ernten? Doch nö, lass mal drinnen stehen, bis eh viel zu faul ist. Was sollst du denn damit machen? Vertrocknet, vergammelt, ist eh gerade keiner. Lass du drinnen stehen, ne? Und im nächsten Jahr hast du dann 1,5 Meter hohe Blütenstände. Und ich weiß schon, dass ich nächstes Jahr im Garten überall Wurzelpetersilie finde, überall irgendwelche Möhren, die davon alleine gewachsen sind. Der Topinambur ist sowieso ein unglaubliches Unkraut. Ja, dann die ganzen Himbeeren, die Johannisbeeren. Die Erdbeeren, die irgendwie nur noch als Tee eignen. Ich kann den Satz nicht korrekt vollenden. Und der Garten ist toll. Der ist richtig gut. Da findest du schon genug zum Naschen. Feldsalat, der wächst doch überall, die ganzen Kräuter. Brennnesseln, oh, viele Brennnesseln, ganz viele Brennnesseln. Pfirsiche. 3 Pfirsichbäume. Oh, 3 Pfirsichbäume. Hans. Hans war heute schon mal hier und hat mir Geschenke gebracht. Ja, Hans. Hans im Glück. Ist mein Nachbar. Wir alle trinken wahrscheinlich nicht nur Wasser. Das ändert aber nichts an der Richtigkeit meiner Aussage. Das einzige Lebewesen auf Erden, das die Milch einer anderen Spezies trinkt, der Mensch. Milch ist reine Säuglingsnahrung. Es gibt außer dem Menschen kein anderes Lebewesen, das nach dem Säuglingsalter Milch trinkt. Gibt man einer Kuh Milch zu trinken, die wird euch alles zeigen, ja? Und wir Menschen vertragen diese Milch auch nicht. Warum ist die Kuhmilch nicht für menschliche Babys gedacht, sondern nur für tierische Babys, für Kälber? Weil die Kuhmilch so stark ist, so viel Casein hat, so viel Power hat, dass sie ein Kalb innerhalb von Monaten hunderte von Pfund zunehmen lassen kann. Dafür ist das gemacht. Wenn ihr das in ein Baby reinlasst, dann wird das ja monströs, das Kind.
Das wird ja schon debil von Geburt an. Ihr Mütter, seid ihr denn völlig von Sinnen? Ja? Warum kann Kuhmilch ein Kalb innerhalb von Hunderten von Monaten, Entschuldigung, innerhalb von wenigen Monaten, Hunderte von Pfund zunehmen lassen? Wenige Monate! Hunderte von Pfund! Weil das Kalb 4 Mägen hat. Der Mensch hat einen, Kalb hat 4. Ja? Und darum kann das arme Babymagen eines menschlichen Babys kann diesen Dreck doch gar nicht verkraften. Da wird man ja schon von Geburt an diabetisch, meine Lieben. Muttersprache. Und man nimmt, wie wir erfahren haben, natürlich jetzt schon in der Milchindustrie die Kälber den Müttern weg, schon ein... Kindersprache. Also sprechen Sie von der Muttersprache. Wie ist es mit der Kindersprache? Einen Tag nach der Geburt. Und dann gibt man die Milch, die dort ist und die Kuhäuter zehnmal so groß werden lässt nach einer Weile, das ständige Melken mit diesen quälenden Maschinen, mit Melkmaschinen, ja seid ihr denn? Der sagt auch so quälend, amerikanisch, angehört, quälend, Volker, seitdem ich meine Mutter hinein, wäre ich jung geworden, ey, furchtbar. Mit dem Klammerbeutel. Der redet auch so, der erzählt euch viel über Milch, dass die nicht, Käse ist nicht in den Magen gehört und so. Was soll ich bei dem, Aber ich finde es mir auch ganz toll, es ist ein älterer Mann, schon klar. Südafrika, spricht viele Sprachen. Er hat richtig was auf dem Kasten. Ist humorvoll, ist auch gut. Weiter. Gepudert, ihr Bauern, ihr Bauern solltet euch schämen und solltet lieber eine andere Beschäftigung suchen, als den Kühen Milch zu entreißen. Das sage ich euch. Und das ist ja das Schlimme. Das war ja auch bei dem Biobauer, das war auch bei Opas Bauernhof an der Ostsee. Die jammerten die ganze Zeit rum, ja, und es lohnt sich nicht, die Milchpreise immer weniger und den zweimal am Tag melken und auch die ganze Arbeit und dann hier Aber dass die dann immer aufhören, diese Viecher da abzumelken, nee, das geht nicht, das können die nicht, weil die haben hier eine Melkmaschine schon seit ein paar Jahren da stehen, die kannst du ja dann nicht abschreiben, weißt du, das wäre ja dann Verlust und so. Weißt du, da gab es dann die Idee, da vielleicht zwei Kühe verlaufen lassen, die kannst du mit der Hand melken. Das kann ja jeder mal machen. Da kann auch mal als Kind die Kuh melken. Ne? Was ist denn das für ein Kind? Was ist denn das für Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen, für einen Bio-Bauernhof, die nicht meine Kuh melken durften? Ich habe das auch nicht gemacht. Ich habe noch nie eine Kuh gemolken. Ohne Scheiß. Ich habe noch nie mit meinen Fingern eine Kuh gemolken. Wenn die Menschen trinken die Milch und die werden krank, wundern sich. Wenn wir Kühe zum Beispiel vor dem Elend der Massentierhaltung bewahren wollen, dann dürfen wir eben keine Milchprodukte kaufen. Ja, ganz einfach. Nicht kaufen. Oder müssen darauf aufmerksam machen. Auf die Gefahr der Milchprodukte. Es gibt ja auch andere. Damals bei Fukushima 2011, kannst du ja sagen, hat es dann auch hier oben ein bisschen gerüttelt. Die Bilder von den Kälbern. Und von den Kühen in Japan, die nicht gemolken werden konnten. Das muss so schrecklich gewesen sein, dieses Leid, dieses furchtbare Lied, das die gesungen haben. Ja, weil die Kälber waren weggesperrt und die Mütter waren weggesperrt und die konnten nicht zueinander, sodass sie sich gegenseitig von ihrem Leid hätten erlösen können. Nee, war nicht. Trennung. Beschissene Scheiß-Trennung. Von Kind und Mutter, von Mann und Frau. Alles ist getrennt. Obwohl ich ein Zwilling bin. Alternativen sozusagen. So. Ja. Internet und Fernsehen.
Sojamilch, Hafermilch, Dinkelmilch, was es alles gibt. Ja? Man kann auch mit Oliven. Darfst du ja nicht Milch nennen. Olivenöl kochen. Gut für den Cholesterinspiegel und so weiter und so weiter. Meine Lieben, bitte verbreitet die Botschaft und man kann das hier leichter sagen. Leichter gesagt als getan. Es gibt viele, die essen Käse, trinken Milch und alles und sagen, ja, ich bin aber schon, ich brauche das, ich habe das versucht, wenigstens Maß zu halten und vielleicht das Ganze Stück für Stück zu reduzieren. Dein Einkaufszettel ist dein Stimmzettel. Das ist jetzt an all jene gerichtet, mit denen ich in Kontakt stehe. Ja? Die sich so einen Scheiß kaufen. Ja? Die nicht nur an der Flasche hängen, die auch am Käse hängen. Und am Schmand. Und am Kefir. Es schmeckt. Indem wir machen uns alle schuldig. Wir sind alle Mörder und Tierquäler. Ich nicht. Ich wünsche wohl. Ich zähle mich zu den Tieren. Beruf zu haben. Ja. Ist wieder ganz schön düster geworden.